Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt das Überfahrförderband an, Version 1.0. Das Ganze kommt von PC Bühler, wenn man es richtig ausspricht, neben PC/Mac auch für die Konsolen erhältlich. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann hier als Sonoring Eagle SA30 Überfahrförderband. So heißt das Ding nämlich vollkommen ausgesprochen. Viel zu lang. Wir bleiben bei Überfahrförderband. Nun, es ist ein Förderband. Wer hätte es gedacht? Wir haben 5 km/h maximale eigene Bewegungsgeschwindigkeit. Dazu kommen wir aber gleich noch. Das ist mehr oder weniger rein, naja, wie soll man sagen, Theorie, weniger Praxis. 22.000 Euro kostet das Ding in der Anschaffung, 1.122 im Leasing. Ihr habt keine Config-Blöcke, ihr habt in dem Falle gar nicht. So, Förderband. Was macht man damit? Logischerweise, man befördert Dinge von A nach B. Das ist jetzt ein Überfahrförderband, heißt also, ist auch eher nur was für Spieler, Spielerinnen, die im US-Setting gerne unterwegs sind. Denn ihr seht schon, so wie das Ganze hier aussieht, so wird das Ganze auch funktionieren. Wir fahren hier einmal drüber und hier haben wir die Förderschnecke und die transportiert das Ganze dann hier zur nächsten und geht dann hier einmal wieder runter. Heißt also auch konzipiert, ihr seht es vielleicht hinten schon, eher für diese Ami-Silos mit dazu und eher weniger was fürs EU-Setting. Generell aber erstmal, bevor wir zu den Funktionen kommen, Thema Texturqualität. Ihr seht, wir haben hier vorne einen Anschluss, um das ganze Ding auch mit dem Traktor, LKW etc. pp. Zu transportieren. Also alles, wo halt einfach die Öse halt dran passt, fertig aus. Mickey Maus. Dann haben wir hier links und rechts diese roten Dinger, die hier nach oben gehen. Das ist eigentlich nur eine Seitenbegrenzung, dass man halt nicht zu weit links, zu weit rechts kommt. Ansonsten schöne kleine Fahrradreifen, könnte man sagen. Dann hier dementsprechend das Ganze, wo es wieder rauskommt. Ansonsten überall noch Kollision und das passt. Gibt es halt nur eine Einheitsfarbe. Texturtechnisch gesehen soweit alles sauber. Wüsste ich nicht, was man dagegen großartig sagen sollte. Ne? Deswegen habe ich hier mal ein Setup vorbereitet. Also, das sind diese Ami-Silos hier. Die brauchen ja diese Förderschnecke, wie ihr seht, weil das wird ja von oben reingefüllt und hier unten kommt es dann wieder dementsprechend über die nächste Förderschnecke wieder raus. Bla, 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 bla. Ne? Das Übliche kennt ihr ja schon. Ich weiß nicht, wie viel von euch mit den Dingern bis jetzt gespielt haben, weil ist ein bisschen komplexer das Ganze. Nun, ich habe das Förderband mal hierhin platziert. Ihr müsst das, ich habe es in dem Fall mit dem Gartu, so weit halt hinschaffen, bis zum Beispiel zu der nächsten Förderschnecke hier, dass das Ganze passt, denn jetzt kommt, ihr könnt zwar in das Förderband einsteigen, wie man das ja so normalerweise auch kennt, Motor an. Ihr könnt das ganze Ding auch mal wieder hier zusammenklappen, aber vorwärts und rückwärts ist hier lediglich auf links und rechts aus. Das heißt, ihr könnt hier nicht geradeaus fahren. Es geht nur nach links und es geht nur nach rechts. Deswegen müsst ihr das vorher mit dem Traktor oder whatever, mit was ihr das auch immer machen wollt, richtig positionieren. Dann einmal X drücken, dann senkt sich das ganze Ding ab, dass es auch wirklich am Boden ist. Und dann könnt ihr halt mit der Taste B das Ganze gegebenenfalls noch einschalten, wenn ihr wollt. Braucht ihr aber nicht, weil ihr seht, hier passiert eh nichts. Ne? Der Rest ist nämlich schon gemacht. Förderschnecke habe ich hier hingestellt, da müsste eigentlich der Motor laufen. Ne? Motor läuft nicht, sehr gut. Aber jetzt läuft's wunderschön. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel einfach Mac. Und da haben wir ja diese typischen Ami-Trailer, ne? Also die hier nach unten abkippen. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, ist klar. Ansonsten macht das wenig Sinn. Und jetzt können wir halt einfach, wer hätte es gedacht, rüberfahren. Hab da jetzt hier einfach mal eine Kammer gefüllt. Ja. Und man sollte das Ganze natürlich dementsprechend auch richtig treffen, weil ihr seht, so viel Spielraum habt ihr generell gar nicht. Ne? Also relativ gerade ranfahren solltet ihr da schon. Das ist alles recht eng, aber ihr seht, ich kann hier drüber fahren, ohne dass sich das irgendwie bewegt oder so. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das Ganze ablasst. Wenn wir dann einmal hier sind, seht ihr, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze zu überladen bzw. abzugeben. Drücke ich einmal drauf, dann landet das jetzt einmal hier, hebt sich links und rechts an der Seite an, wird dann hier weiter übergeladen, geht dann hier in die Förderschnecke rein und landet dann dementsprechend da oben. Ne, also normalerweise muss es weiter mittig, aber egal. Ne? Und ihr seht, so könnt ihr das Ganze dann dementsprechend abladen. Soweit, so klar, so sick, so schön. Habt ihr das Ganze gemacht, klappt sich das unten wieder weg. Dann könnt ihr hier wieder rüberfahren und könnt weitermachen. Soweit, so klar, so selbsterklärend, so schick, so schön. Ist wie gesagt eher was für Leute, die gerne mit US-Setting spielen, inklusive mit den Silos und so. Ansonsten eher so eine Sache oder begrenzt einsetzbar. Man könnte zwar auch sagen, okay, hier und baut sich dann hier ein anderes Förderband hin, was dann beispielsweise wiederum in einen Trailer oder in eine Fabrik reinschüttet. Also gehen du das schon, ne? Da ist so ein bisschen eure Kreativität gefragt. Grundsätzlich ist es aber dafür gedacht. Aber ihr könnt damit natürlich viel mehr machen, je nachdem, wie weit eure kreativen Grenzen da reichen.
Ansonsten Logge sauber, wir reden hier ungefähr von 5 MB, könnt ihr also in dem Falle auch nichts verkehrt machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssikowski, tschüss.